sagen, dass ich mich schon ziemlich auf das Nikolaus-Konzert morgen freue. Mir geht's genauso. Weißt du noch, als wir uns damals für unser Instrument entschieden haben? Ja, klar. Ich wusste bei der großen Auswahl teilweise gar nicht, wie die ganzen Instrumente heißen. Ja, oder wie sie sich anhören. Und was wir in den letzten Jahren alles gelernt haben, das zeigen wir euch jetzt. Bei den vielen Instrumenten in unserem Verein war die Instrumentenauswahl gar nicht so leicht. Das wird euch bestimmt genauso gehen. Anna und ich möchten euch dabei etwas helfen. Ich spiele ein Holzblasinstrument und kann euch hierzu vieles erklären. Und ich bin Expertin rund um die Fragen zu den Blechblasinstrumenten. Als erstes möchte ich euch unser Holz vorstellen. Das soll das Holz sein? Da blinkt und funkelt es doch silber auf. Das, was hier so silbern funkelt, ist die Querflöte. Die Querflöte ist, wie ihr hier erkennen könnt, natürlich nicht aus Holz. Weil sie aber früher immer aus Holz hergestellt wurde, gehört sie heute noch zu den Holzblasinstrumenten. Das daneben ist die kleine Schwester der Querflöte, die Piccoloflöte. Sie ist viel höher gestimmt. Die Klarinette ist genauso groß wie die Querflöte, klingt aber viel tiefer und weicher. Noch tiefer klingt die Bassklarinette. Puh, ganz schön laut hier. Hier siehst du die Trompeten und Hörner. Der Name Blechbläser ist hier Programm. Sie bestehen vom Mundstück bis hin zum Ventil wirklich aus Blech. Die Trompete hat einen strahlenden, hellen Klang. Das Horn klingt etwas weicher. Hier könnte ich den ganzen Tag zuhören. Keine Zeit. Wir haben noch andere Instrumente zu zeigen. Also hinter der Tür sind auf jeden Fall wieder verschiedene Instrumente. Das hört man doch. Ob du es glaubst oder nicht, aber hinter der Türe sind nur Saxophone. Tatsächlich, die sehen auch fast alle gleich aus. Aber warum hören die sich so unterschiedlich an? Das liegt vor allem an ihrer Größe. Je größer das Saxophon ist, desto tiefer klingt es. Annick, hörst du das auch? Hier brummt doch irgendwas. Ich glaube, das ist ein Instrument, das noch tiefer klingt als das Baritonsaxophon. Komm, wir schauen nach, in welchem Register wir es finden. Auch das sind, wie ihr gut erkennen könnt, Blechblasinstrumente. Je größer und länger das Instrument, desto tiefer ist auch hier der Klang. Hört mal, wie tief der Bass klingt. Die Posaune hat einen sogenannten Zug. Je weiter man ihn rauszieht, desto tiefer klingt der Ton. Sind die Instrumente wie das Tenorhorn nicht viel zu schwer für uns? Die bekommt man ja gar nicht gehalten. Ja, das stimmt. Deswegen gibt es die schweren Instrumente auch alle eine Nummer kleiner, extra für Kinder. Jetzt zeigen wir euch mal etwas Exotisches. Das Fagott kann sich mit seiner Klangfarbe in viele Register mischen und ist eher ein Begleitinstrument. Die Oboe hingegen wird wegen ihres Klanges oft als Soloinstrument eingesetzt. Die große Geige da nennt man Kontrabass. Seht ihr, wie der Mann über das Instrument streicht? Jetzt haben wir fast alle Instrumente gesehen. Hinter der letzten Türe wartet eine ganz neue Instrumentengruppe auf uns. Also hier sind wir beim Schlagwerk gelandet. Hier gibt es ganz viele verschiedene Instrumente, wie man sehen kann. Das Schlagwerk gibt beim gemeinsamen Musizieren den Rhythmus vor. Das heißt, wie schnell das jeweilige Musikstück gespielt wird. Es gibt in dieser Abteilung aber auch Instrumente wie das Xylophon.
und das Glockenspiel. Hiermit können richtige Melodien gespielt werden. Das war's mit unserer Vorstellung. Bei so vielen verschiedenen Instrumenten fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich, können die alle zusammenspielen und wie hört sich das an? Wir zeigen es euch auf der Probe. Komm, die anderen warten bestimmt schon.